Ja, Leute, willkommen zurück zu Kingdoms of Amalur. Wir sind noch immer unterwegs in den verlassenen Ebenen oder in der verlassenen Ebene. Reisen jetzt einfach mal wieder schnell zurück nach Neukölln. Hui. Schnappen uns hier den Tuata-Spion. Gucken wir doch mal, wer das ist. Aha. Was ist? Was wollt ihr? Nähert ihr euch immer irgendwelchen Fremden in der Wildnis? Ja. Das ist eindeutig eine schlechte Angewohnheit. Froma. Ich war eine Näherin, die Netze für die Fischer der Küste herstellte. Meine Hände mögen mit Schwielen übersät sein, doch sind sie auch stark. Verlassenen Ebene. Mich kümmert nicht, wo wir sind. Ich bin nur daran interessiert, irgendeinen Ort zu finden, den wir zu Hause nennen können. Die Feien können ihre verdammte Schlacht und ihren Ruhm gerne für sich behalten. Ich will einfach nur wieder ruhig schlafen können. Flüchtlinge. Bevor die Tuata kamen, haben nur wenige von uns je miteinander gesprochen. Aber in der Tragödie werden eben auch grundverschiedene Seelen zusammengeführt. Erzählt mir von den Tuata. Was für eine Frage ist das denn? Ihr wollt etwas über die Tuata wissen? Dann geht zurück nach Tyvilli. Seht euch die Feuer an, die niemals erlöschen. Dort findet ihr eure Antworten. Ihr verratet eure Leute. Was hätte ich denn tun sollen? Die Tuata werden weit über Tyvilli hinaus Angst und Schrecken verbreiten. Bis tief nach Dalentat hinein, wenn sie können. Ich habe es nur wegen des Geldes getan, aber das wird nie wieder vorkommen. Ich gebe euch mein Wort. Ich bitte euch, verschont mich. Ja, ich habe ja keine andere Wahl. Auf bald. So, der nächste ist ganz da oben. Also hier, das erkunden wir auf jeden Fall alles noch. Diese Ecke. Mal ganz kurz gucken. Hier können wir, glaube ich, auch erstmal rein und uns umgucken. Ich denke, das machen wir auch mal als erstes. Gucken uns hier hinten um. Latschen wir hier lang. Siehst du, da ist noch ein Stein. Nackfender. Müssen wir noch finden. Übrigens. Ich droppe hier nicht random irgendwelche Namen. Nein, das stand da. Ach komm, bringt doch wieder nichts. Die ganze Zeit fleißig meine Fähigkeit einsetze, ohne dran zu denken, dass sie ja Mana kostet. Voll klug, ey. Ja, freier Mann, Armband, das war mir klar, dass wir davon noch einige kriegen werden. Ja, toll, nur Armbänder, ihr Sperken. So, pass auf, hier ist eine Truhe. Habe ich euch beim letzten Mal getötet und vergessen zu looten? Ist da gerade was gespawnt? Leeren wir seine Taschen. Haha, probier's doch mal. Wie ich die ganze Zeit aus welchen Gründen auch immer die linke Maustaste gedrückt lasse und dann natürlich diesen mega aufgeladenen Angriff mache. Dabei wollte ich das gar nicht. Was hängt denn da für eine Standarte? Sieht zumindest aus wie eine Standarte. Ist aber einfach nur ein Fähnchen. Zusammengeflickt. Oh.
Depp, Depp. Dramatik ohne Ende. Drummer, Drummer. YouTube-Drummer quasi. Oh. Pass auf. Pass auf. Ich hau euch um. Kehrte die Prophetin zu ihrem Volk zurück, das sich mit seinem frostigen Land begnügte. Kirin besprach, soviel ich weiß, ihre seidenen Roben, den Stoff aus Lyrias Hand. Hört mich an! Die Worte der Göttin spreche ich zu ihrem Volk. Und ich habe gehört von sternenerleuchteten Landen in ihrem gewebten Griff. Ihr Weg führt nach Osten. Diesen Weg müssen wir einschlagen, denn diesen frostigen Tälern fehlt jegliche Schönheit. Unsere Cousins, wir sagen euch, grämt euch nicht mehr ob unseres Leids. Wir werden ans andere Ende Alfarias gehen und Doc Alpha sein. Zufrieden. Kommt her! Ich hab grad kurz gedacht, ich sei immer noch unsichtbar. Einige bemängeln immer wieder, dass ich die Schattenleiste vollkommen, die Schicksalsleiste vollkommen vergesse. Sie ist faktisch nicht nötig. Klar würde einiges ein bisschen schneller gehen, aber ich weiß nicht, wenn ich nicht in die Bredouille gerate, dann setze ich sie auch nicht ein, offensichtlich. Also ist jetzt nicht so, dass das geplant ist, dass ich sie nur einsetze, wenn ich in die Bredouille komme, aber offensichtlich ist das so und ich finde das jetzt auch nicht weiter schlimm. Ich meine, man muss ja nicht mit aller Gewalt Fähigkeiten einsetzen, wenn sie gar nicht so zwingend erforderlich sind. Und insofern sehe ich das jetzt gar nicht so dramatisch. Truhe. Oh. Läuft. Inbrünstige Halskette. 30 Leben und 1 Lebensregeneration. Ja, ist schon nicht schlecht. Ich denke doch, fast... Lebensentzugschance hatten wir auch noch auf irgendeinem Rüstungsgegenstand, richtig? 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 Oder war es die Waffe? Muss ich jetzt mal ganz kurz nachschauen. Ach genau, es waren die Zähne von Out. Dann können wir eigentlich mal die Kette ausprobieren. So. Könnt mir allerdings auch vorstellen, dass es hier vielleicht später sogar noch eine Quest gibt, dass wir irgendwie das Lager hier ausräumen müssen oder so. Schleichers Langbogen, meisterhafter Mana dran. Na gut. So, was ist hier irgendwas? Nee. So. Dann hätten wir doch den Bereich. Dann gehen wir jetzt mal ein Stückchen den Weg lang, aber natürlich noch nicht ins nächste Gebiet. Und kümmern uns dann um den dritten Tuata-Spion. Und da müssen wir uns langsam... Na gut, dann gucken wir erstmal, was uns in der Wiege des Sommers noch erwartet.
Ja, die drehen sich doch bestimmt gleich um. Kommen mir wieder direkt entgegen, oder? Oder auch nicht? Sich ranschleichen ist halt relativ schwierig, weil die doch tatsächlich gar nicht mal so langsam laufen. Die guten Bargäste. Du hast was für mich. Azurit-Dolch. Prima. Die habe ich mir schon immer gewünscht. Dankeschön. Dietrich. Hans Dietrich Genscher. Perfekt. Ah, der Loot ist jetzt nicht so perfekt. Was ist hier noch was? Ach, da, das. Ah, das Grab. Helm der Märtyrin. Ich glaube. Haben wir jetzt nicht in diesen Gräbern schon öfter mal ein Set-Gegenstand gefunden? Kann es denn sein, dass die da häufiger drin sein können, wie auch immer? Also zumindest eine erhöhte Chance haben zu droppen? Ich meine mich zu erinnern, dass wir da schon aus einigen anderen Gräbern Set-Gegenstände rausgeholt haben. Oma Fogart. Hallo Oma. Hallo für Oma. Ich habe euch kommen sehen. Ich hatte auf euren Besuch gehofft. Ich bin besorgt, wo doch so viele freie Männer durch die Hügel und Höhlen streifen. Sagt, cooler Bart. Kind, habt ihr eine junge Frau in der Gegend gesehen? Sie ist recht hübsch, mit roten Haaren, einer Tätowierung wie der meinen auf der Wange. 3 Tage sind schon vergangen. Hab ich sie gesehen, Oma? Ich bin niemand. Alles, was mich einst ausgemacht hat. Meine Lebendigkeit, meine Familie, mein Zuhause. All das haben die Tuata zu Asche verbrannt. Lyra ist nun mein Leben. Freimänner. Ihre Lagerfeuer brennen die ganze Nacht über und werfen beunruhigende Schatten. Sie sind die schlimmste Art von Banditen. Solche, die nicht aus Maßlosigkeit töten, sondern aus Notwendigkeit. Flüchtlinge. Niemand von uns wollte ohne ein Dach über dem Kopf sein und jeden Mann und jede Frau, die vorbeikommen, um Essen anbetteln müssen. Das hat wirklich niemand von uns geplant. Es war einfach Schicksal. Wo ist sie? Meine neu gefundene Liebe. Ich habe doch sonst niemanden. Alle, meine Frau, mein Sohn, meine Enkel, alle wurden bei den Angriffen getötet. Mir bleibt nur noch Lyra. Sie und einige Freunde wollten nach einem besseren Lagerplatz suchen. Die Sonne und die Hitze sind nicht zu ertragen. Doch sie sind nicht zurückgekehrt. Ich sorge mich. Würdet ihr einem alten Mann diesen Eingefallen erweisen? Helft ihr mir, sie zu finden? Ja, klar. Ich danke euch. Ich bin nicht reich, nicht mehr. Doch was ich noch habe, gehört euch. Es bedeutet ohne meine Liebe nichts. Lyra wollte bei Oriators Gruft nach einem besseren Lager suchen, ja, als es diese öde Klippe bietet. Ich würde auf dem Friedhof auf dem Hügel suchen, wo all die alten Kriegshelden begraben liegen. Lyra Turelm. Zuerst wies sie mich ab und begründete ihre Ablehnung mit unserem Altersunterschied. Doch letztendlich meinte es das Schicksal gut mit uns. Anfangs waren wir nur Freunde. Ich war der Jäger und sie meine Schülerin. Doch ihre Fähigkeiten haben die meinen schon bald übertroffen. Sie ist eine begnadete Frau. Ein echtes Wunder. Oriators Gruft. Eine angemessene Gedenkstätte für einen großen Mann. Er hat unser Volk vor der vollständigen Vernichtung bewahrt. Wenn ich noch die Kraft dazu hätte, würde ich diesen Hügel erklimmen, um ihm meinen Respekt zu erweisen. Ja gut, wo er Lyra zuletzt lebt gesehen wohl hat. Ne? Und viel Glück. Wissen wir ja. Und jetzt stellen wir erstmal den Tuatha Spion. Wie was ist? Hört auf, mich anzustarren. Ich mache nichts Merkwürdiges. Ihr seid hier der Fremdling. Bitte beruhigen Sie sich, Nack. Ich habe in der Kornkammer meines Onkels gearbeitet.
Ich habe es gehasst, aber das spielt nun keine Rolle mehr. Ich werde das wenige Gold nehmen, das noch übrig ist, und mein eigenes Geschäft eröffnen. Irgendwo, wo es sicher ist, hoffe ich. Flüchtlinge. Jetzt bin ich nun mal da. Was wollt ihr denn von mir hören? Mein Hof wurde niedergebrannt, genau wie der jedes anderen. Sie hatten in Kuln doch Höfe, oder? Keine Ahnung. Tuata. So furchterregend sind sie gar nicht. Die Leute hier sind nur deshalb so verbittert, weil die Tuata ihre Leben zerstört haben. Aber das ist wohl Ansichtssache. Erzählt mir von den Tuata. Die Tuata? Seid ihr wahnsinnig? Das Einzige, was ich über die Tuata weiß, ist, dass sie meine Vettern getötet und meine Kornkammer niedergebrannt haben. Ihr spioniert Freunde aus? Wer hat es euch erzählt? War es Froma? Ich wusste, dass sie schwach ist. Hört zu, ich brauchte einfach das Gold. Die Tuata haben mir alles genommen. Da kann ich ihnen doch zumindest ihr Geld nehmen. Hört zu, verschont mich und ich verschwinde. Ich tauche irgendwo unter, wo sie mich niemals finden werden. Ich verspreche es euch. Ja, er war jung und brauchte das Gold. Auf Wiedersehen. Scheiß. Truhe. Gib. Perfekt. Besatz ich. Alles Mana-Scheiße. Ich brauch kein Mana. Komm ich hier jetzt irgendwie? Nee. Dann müssen wir wieder zurück. Bist du? Achso, du bist Dings, Oma. Dann will ich jetzt erstmal hier hinten gucken, ob da noch irgendwie eine Truhe. Oder war, hier waren wir schon, ne? Hier war die erste Quest quasi. Sind wir hingeführt worden? War das hier hinten? Ja, das war hier hinten. Okay. Dann gehen wir jetzt mal hier hoch. Mähen in der Folge noch die paar Gegnerz um. Please. Sind denn deine beiden Kumpanen? Oh. Der eine kommt von hinten jetzt. Ist der gerade durch das Gift gestorben? Durch den Dot? Ich habe es gar nicht mitbekommen. Ich dachte immer, dieser Aufladeangriff, da gibt es noch eine Quest. Der würde gar nicht so viel Schaden machen. Den Ort würde ich gerne noch schnell entdecken. Gut, aus schnell wird nichts. Strahlendes Labyrinth. Huch. Oh Gott. Er lebt noch. Ja, er lebt noch. Er lebt noch. Lebt denn der alte Barges noch? Barges noch. Wupp. Hallo, wie lange rennt er denn? Er ist fett, er kann nicht so lange rennen. So, in den fetten Arsch, Junge. So, mit dem Troll lege ich mich jetzt erstmal nicht an, weil ich da noch gar nicht rein muss. Mit dir will ich mich ehrlich gesagt auch nicht anlegen. Auch wenn ich dir wahrscheinlich gleich in die Flinte rennen soll. Oder? Nee, doch nicht. Gut. Dann betreten wir mal neue Gefilde. Hier steht gerade beide... Ich mag das nicht. Ich finde das... Wenn mich da jedes Mal drüber auskotzen, wenn da irgendwie Gegner einfach um die Ecke gestürmt kommen. Man sieht es hier auf der Minimap. Man sieht es hier auf der Minimap und will sich irgendwie, keine Ahnung, drauf vorbereiten und hat überhaupt nicht die Chance dazu. Es ist echt
bis jetzt einer der wenigen negativen Punkte an dem Spiel. Erstens diese random spawnenden Gegner und diese auf einen zurennenden Gegner. Also in der Häufigkeit. Wenn das mal ist, klar, kein Thema. Aber gerade hier in dem Gebiet habe ich das Gefühl, ist es besonders häufig. Kann auch sein, dass es Einbildung ist, weiß ich nicht. Die stehen zum Beispiel wieder exzellent, bewegen sich nicht. Natürlich, einige haben dann auch geschrieben, ich kann natürlich nicht erwarten, dass alle Gegner auf den Schurken zugeschnitten sind oder alle Gegnergruppen. Und das erwarte ich auch um Gottes Willen nicht. Nur fällt es mir halt auf, dass ich irgendwie, also irgendwie habe ich das Gefühl, dass diese random spawnenden Gegner und jetzt auch in dem Gebiet gehäuft diese auf einen zurennenden Gegner, ohne dass man irgendwie was machen kann dagegen. Weiß nicht. Mag ich nicht. So. Aber bitte das jetzt nicht als Hass-Tirade auf das Spiel verstehen. Ich finde das Spiel großartig. Pass auf, wir gehen erstmal einmal im Kreis und gucken uns hier hinten um. Die Truhe ist sowieso auf dem obersten Plateau quasi. Gehen wir mal unten rum. Aber, oh mein Gott, auf die Uhr guck. Machen wir in der nächsten Folge natürlich. An dieser Stelle soll es das erstmal gewesen sein. Ich sage danke fürs Zuschauen, hoffe es hat euch gefallen und ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal.